Hallo, ich bin die Diana. Hi, ich bin die Mariama. Normalerweise kennt ihr uns ja eher aus den Eiskanälen dieser Welt. Allerdings haben wir heute ein bisschen was anderes vor. Ja, wir haben auf einem dieser wundervollen schwimmenden Ferienhäuser hier am Thüringer Meer in Saalborg übernachtet und werden heute ein kleines sportliches, aber auch kulturelles Programm haben. Also bleibt doch einfach dran und schaut, was wir den ganzen Tag so treiben. Viel Spaß! Hallo, guten Morgen. Wie habt ihr denn geschlafen hier bei uns auf dem Thüringer Meer? Oh, eigentlich ganz ruhig, oder? Ja, muss ich auch sagen. So, nochmal für mich. Ich bin ja nicht von hier. Ich habe bis vor kurzem noch nie was vom Thüringer Meer gehört. Von daher könntest du vielleicht mir und auch den Zuschauern noch mal ein bisschen was darüber erzählen. Also man nennt das Thüringer Meer deswegen, weil es die größte zusammenhängende Stauseelandschaft ist mit 70 Kilometern. Der Stausee hier, die Bleilochtalsperre, ist der größte Stausee in Deutschland. Und deswegen ist Meer eigentlich ganz passend als Begriff. Ja gut, das passt ja eigentlich auch ganz gut. Man kann hier wahrscheinlich auch mega viel Wassersport betreiben. Also man kann Windsurfen, Segeln, Wandern, Mountainbiken. Heute zum Segeln auch schöner Wind. Und ich glaube, hier geht ja auch noch Stand-Up-Paddle-Touren bei der Caroline. Ich glaube, da nehme ich euch dann auch gleich mit und bringe euch rüber. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hi, Caroline. Ja, hallo, ich bin die Diana. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Was hast du denn mit uns geplant? Ich würde gerne mit euch heute eine Runde Stand-Up paddeln. Mhm. Ist das was für euch? Joa, schon? Ja, schon. Ja, Yoga wäre natürlich auch noch eine super Idee gewesen. Sonne ist super, leider zu viel Wind. Dann können wir ja auch gleich loslegen, oder? Ja, du hast ja alles vorbereitet. Ja, ich finde es ja jetzt schon hier ganz wunderbar. Was begeistert dich denn am Thüringer Meer? Mich begeistert, dass das ein optimaler Arbeitsplatz ist. Ich kann hier Ruhe finden und gleichzeitig meine Arbeit machen mit den Gruppen und mit meinen Einzeltrainingsleuten auf dem Wasser, am Wasser. Es ist einfach ein optimaler Platz zum Leben und zum Arbeiten. Moment. Und plötzlich sind wir woanders. Wer Vormittag schön sportelt, der hat mittags mächtig Hunger. Und Mariama, die bestellt schon mal was für uns. So, falls ihr euch fragen solltet, warum wir heute zusammen unterwegs sind. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, teilen uns in der Bundeswehr auch ein Bad miteinander. Also ich würde sagen, wir sind sogar das erfolgreichste Bad der Bundeswehr. Für euch sind wir heute auf den Saale Radweg unterwegs. Das gute Stückchen ist insgesamt 403 Kilometer lang. Ich verspreche dir, wir werden nur ein kleines Stück fahren. Und dann geht es auch wirklich mal um Kultur. Gott sei Dank. Normalerweise sind wir Wintersportler, gerade wir Rodler und Bobfahrer, ja jetzt nicht so oft auf dem Rad unterwegs. Aber es geht heute zu Schloss Burg und ich bin ja, schon ja, ziemlich ist gespannt. Ja, gut, komm, jetzt fahr. Ja. Diana. Ja, und Sie sind jetzt hier die Schlossherrin? Ja, nach 600 Jahren zwei Frauen, ich bin die zweite Schlossherrin. Wir sind in der historischen Schlossküche. Ach, das ist der größte Küchenkamin in Deutschland, oder? Ja, der größte Kamin in Deutschland, einer der größten Europas. Und das ist natürlich auch, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, ein ganz wunderbares Teil hier, was hier steht. Also die ganze Küche findet man definitiv nicht in modernen Küchenstudios. Nein, ein Bratenwender aus dem 18. Jahrhundert und ein Backofen. Und beides wird heute noch genutzt von uns. Siehst du, da gibt es sogar Quattro Formaggi als Pizza hier vor Ort. Wir sind im Prunkschlafraum aus der Zeit des Barock. Aber hier haben nicht etwa diejenigen geschlafen, denen das Haus gehört hat, sondern nur hochgestellte Gäste. Ja, also ehrlich gesagt, hier gibt es ja wirklich viel zu sehen. Ja, das ist lange nicht alles. Ja,
Wie ihr gesehen habt, hatten wir eine Menge Spaß. Also kommt doch selber vorbei, schaut es euch an. Und abonniert den YouTube-Kanal vom Thüringer Wald.